Im Schnitzel bin ich meistens so, das ist für mich wie eine Erholung. Da kann ich in meiner eigenen Welt sein, da vergesse ich mich, obwohl es geht manchmal ein bisschen. Ich lasse meistens traditionelle Musik laufen. Wenn ich mal aus dem Fenster schaue, dann sehe ich die schöne Landschaft, die wir haben. Das ist für mich mein Thema. Ich habe schon gerne früher ein bisschen Tiere gemalt, vor allem Kühe und Säule, Hündchen. Dann habe ich mal gedacht, ich könnte es probieren, aufs Holz zu zeichnen. Ich komme auf dem Hölzigen. In den gelehnten Schrein und dann quasi so etwas rauszuschnitzen. Und es ist einfach schön, dass man aus dem, was man mal gezeichnet hat, so kann richtig Leben reinbringen. Und dann hat man ein Stückchen Holz, wo man vielleicht das Gefühl hat, ja, ist fast nicht möglich. Und du hast auch, wenn du jetzt mit dem Messer fängst, wenn du durchgehst, bist du bald ein bisschen am Ende quasi. Wenn ich anfange zu schleifen, dann ist sowieso für mich klar, jetzt ist sie dann fertig, da passt es jetzt für mich, ein bisschen zu reden. Und ja, wenn sie fertig ist, habe ich natürlich dann noch eine alte grösste Freude. Auch wenn die Schnitze ein bisschen Zeit und Geduld braucht, das Endresultat ist einfach alle Freude. Und erst recht, wenn man es nachher noch zu den einen Tieren herituen kann, so wie es halt im richtigen Leben auch ist.